Ja, man hat Likes vielleicht als Standard genommen oder als Gradmesser von Anerkennung. Die Frage ist, ob du wirklich die Hand von deinen Likes möchtest messen. Also ob du wirklich deine Anerkennung, also das Bedürfnis nach Anerkennung hat ja eigentlich jeder Mensch. Aber du kannst dich vielleicht fragen, ob du wirklich willst, die Anzahl Likes als der Gradmesser nehmen, ob du Anerkennung erfährst oder nicht. Weil, ja, wenn du mich fragst, ja, sieht die Anzahl Likes ja eigentlich nicht so viel aus, sondern ist eher wie etwas von außen bestimmt. Also ein Ziel, das von außen bestimmt ist, wo sieht, ob etwas gut ist oder nicht so gut ist. Und ja, ich frage mich, ob du nicht lieber willst, dir Ziele setzen, die eine persönliche Relevanz haben für dich. Weil, ja, was sieht ein Like eigentlich schon aus? Und was außerdem problematisch ist bei den Likes, ist, wann ist es genug? Bei den Likes hast ja du eigentlich nie eine Grenze gesehen. Und wann bist du wirklich zufrieden mit den Likes? Und gibt es dort wirklich irgendwie ein Maximum? Oder ist dort Streben nach mehr immer da? Und wenn es so ist, dann ja, laufst du natürlich automatisch Gefahr, dass du immer unzufrieden bist, weil du immer noch mehr Likes strebst. Und ja, ich möchte dir gerne raten, dass du dich vielleicht frei machst von deinen Likes und ja, deine Anerkennung und deine Bedürfnisse nach Selbstwert probierst, auf andere Wege zu erfüllen. Zum Beispiel, indem du dich mehr mit deinen Freundinnen triffst oder ja, andere Sachen machst, die dir gut tun und der Fokus nicht so viel auf die Likes setzt.